I am the Jochen and this is the Frühsport für Mittwoch, den 17. Februar 2021. Schönen guten Morgen. Die Champions League ist wieder da. Gestern gab es die ersten beiden Achtelfinal-Hinspiele und es gab zwei bemerkenswerte Auswärtssiege. Zum einen Paris Saint-Germain, die mit 4:1 gewonnen haben in Barcelona. Drei Tore dabei allein durch Kylian Mbappé erzielt. Mbappé, ich kann den Namen immer noch nicht so ganz. Schon beeindruckend, denn Neymar ist verletzt tatsächlich und sie haben zum ersten Mal sehr, sehr gute Chancen, trotz Neymar-Absenz weiterzukommen. Schauen wir mal. Drei Tore Vorsprung auf Barca, das ist schon mal schief gegangen, aber jetzt haben sie das Rückspiel zu Hause. Und ich glaube, das schaffen sie, die Jungs von PSG. Aber Barcelona, da scheint wirklich jetzt langsam die Luft raus zu sein. Leipzig zahlt Lehrgeld gegen Liverpool 0:2. Die Klopp-Truppe also auf dem Punkt fit und auch die nehmen das 2:0 natürlich mit nach Anfield dann im Rückspiel in 3 Wochen. Und sollten es dann eigentlich auch verteidigen können. Das ist so die Prognose, würde ich mal sagen. Wir gucken mal auf heute Abend. Da gibt es zwei weitere Spiele. Und zwar zum einen gibt es um 21 Uhr den FC Porto gegen Juventus Turin. Porto schwächelt so ein bisschen. Die letzten 4 Spiele hintereinander nur unentschieden gespielt in Liga und Pokal. Händel wird gerade ein bisschen laut. Ich muss mal ausmachen. Machen wir lieber aus. Porto 4-mal unentschieden gespielt nur. Man könnte auch sagen, 4-mal nicht gewonnen. In Liga und Pokal. Und dann kommt jetzt mit Juventus natürlich ein Team, das es endlich mal wissen will. Die haben die letzten 8 Spiele nur 2 Gegentore kassiert. Aber eins davon dummerweise am Wochenende in Neapel. Da haben sie verloren 0:1. Und sie kommen vor allem mit einem bärenstarken Cristiano Ronaldo. Der hat, ich glaubte es kaum, in den letzten beiden Jahren alle Juventus-Tore in der K.O.-Runde erzielt. Also in den K.O.-Runden. Das waren 7 Stück, alle durch Cristiano Ronaldo. Der ist wieder fit. Mal gucken, der wird weiter nachlegen wollen. Heute Abend 21 Uhr kann man da zuschauen, wenn man möchte, auf Sky Sport. Und auf The Zone läuft heute Abend der FC Sevilla gegen Borussia Dortmund. Das ist das andere Spiel. Da haben wir zum einen den FC Sevilla, der in Liga und Pokal jetzt 9 Siege in Folge eingefahren hat. Die sind richtig gut drauf. Gerade jetzt hier zuletzt 2:0 im Pokal gegen Barcelona auch gewonnen. Und von diesen 9 Siegen in Folge, 8 ohne Gegentor. Das ist ein Brett. Also das muss Dortmund erstmal knacken. Bei denen sieht es nicht so dolle aus. Die haben von den letzten 6 Bundesligaspielen nur 1 gewonnen. Gut, dazu kam noch das Pokalspiel gegen Paderborn, was sie in der Verlängerung durch dieses umstrittene Tor geholt haben. Aber ich würde mal sagen, da ist Sevilla fast in der Favoritenrolle momentan. Umgekehrt könnte natürlich die schwächelnde Borussia sich da vielleicht ein bisschen wieder aufrichten an so einem Spiel. Wir werden sehen, 21 Uhr, also auf The Zone das. Und Sportschau.de bietet auch von dem Sevilla-Dortmund-Spiel wieder eine komplette Übertragung per Audio an auf der Sportschau.de. Seite. Kann man da reinhören, wenn man möchte. Ansonsten ist es ein Abend der Nachholspiele. Da ist ja einiges ausgefallen, Corona-bedingt, wetterbedingt und was weiß ich was bedingt. Wir holen in verschiedenen Ligen ein bisschen nach und zwar um 19 Uhr, bevor dann die Champions League so richtig losgeht, gibt es zum Beispiel aus der 3. Liga Saarbrücken gegen Zwickau auf Magenta Sport live zu sehen. Dann haben wir aus La Liga Levante gegen Atletico Madrid um 19 Uhr auf The Zone. Und wir haben aus der Premier League Burnley gegen Fulham, 19 Uhr auf Sky Sport. Und dann gibt es noch frecherweise 2 Spiele, die dann parallel zur Champions League stattfinden. Das kostet, glaube ich, Strafe, aber dann machen die trotzdem. Um 8:45 haben wir Everton gegen Manchester City, auch Premier League, auch Sky Sport. Und wir haben um 21 Uhr aus der Ligue 1 Olympique Marseille gegen Nizza auf der Zone live zu sehen. Das sind die Nachholspiele, die alle ein bisschen dazu beitragen, dass die Tabellen wieder ein Stückchen gerader werden. Gehen wir zum Tennis rüber. Da gibt es heute Nacht wieder Viertelfinal-Action in den Einzelwettbewerben. Dazu eine Menge Doppelspiele wieder. Gestern hat ja sich das jeweils erste Halbfinale gebildet. Sascha Zverev ist ausgeschieden gegen Novak Djokovic. Der trifft jetzt auf den Russen Karatsev im Halbfinale. Von dem hat man bis dahin noch nichts gehört. Das erste Mal, dass der da mitspielt überhaupt. Und der hat natürlich hier eine bemerkenswerte Spur hinterlassen. Hat jetzt Dimitrov geschlagen, davor Ogier Aliassime und davor Schwarzmann, die alle sicherlich favorisiert waren gegen ihn. Jetzt kommt Djokovic und wir sind sehr gespannt, ob er vielleicht auch Djokovic überraschend schlagen kann. Spoiler, nein, wird er nicht. Aber schauen wir mal. Im Halbfinale bei den Damen auf jeden Fall Naomi Osaka gegen Serena Williams. Williams hat Simona Halep geschlagen in 2 Sätzen, hätte ich nicht mitgerechnet. Und Osaka hat sich erwartungsgemäß durchgesetzt durch Xie Shuwei, heißt sie, glaube ich. Ich habe mal versucht rauszuhören, wie man die ausspricht. Aber
ist jetzt auch draußen. Deswegen Osaka gegen Serena, das erste Halbfinale. Wir machen die anderen Halbfinals heute Nacht. Und zwar um 1 geht's los mit Ashleigh Barty gegen Muchova. Um 3 haben wir dann Brady gegen Pegula. Ich glaube Pegula, weiß nicht, wie man die ausspricht. Kriegen wir sicherlich bald mit, wenn sie gewinnen sollte. Ein amerikanisches Duell also. Um 5 dann Rublev gegen Medvedev, ein russisches Duell. Medvedev mit seiner 17-Siegeserie im Rücken. Und dann um 9.30 Uhr, das vielleicht rausstechendste Spiel, Tsitsipas gegen Nadal bei den Herren. Das ist auf jeden Fall was, was so ein potenzielles Fünfsatzding auch werden könnte. 9.30 Uhr, alle Spiele auf Eurosport 1 zu sehen und im Eurosport Player. Schon der Hinweis, dass in der kommenden Nacht, also sprich die Nacht jetzt von Mittwoch auf Donnerstag, lohnt sich nicht so früh aufzustehen. Da wird nämlich erst ab 4 Uhr dann gespielt mit dem Damenhalbfinale. Davor ist dann nichts, was meines Wissens übertragen wird. Aber heute Nacht geht es nochmal rund. Wer ab 1 Uhr gucken möchte, kann das durchgehend tun. Aber wie gesagt, das Leckerli gibt es um 9.30 Uhr. Tsitsipas gegen Nadal mit Sicherheit. Wintersport. Da haben wir gestern den Parallelwettbewerb, den neuen, gesehen, der die Kombination ablösen soll. Und die Kombination, die war ja schon so ein bisschen, ja, geht so, mit dem Konzept, ich sagte es ja schon, dass dann die Besten aus dem Super-G auch anfangen und dann ist recht klar schnell schon die Luft raus. Gestern gab es natürlich Spannung bis zum Schluss durch den K.O.-Modus, aber auch da gab es viel, viel Streitpunkte. Felix Neureuther ist ziemlich eskaliert als Experte gestern in der Sportschau. Das Problem ist, die laufen zwei Läufe auf zwei parallelen Pisten. Es wird gewechselt. Jeder Lauf fährt einmal links, einmal rechts. Und der Witz ist aber, wer im ersten Lauf stürzt, der kriegt den Rückstand mit einer halben Sekunde gedeckelt. Und wer im zweiten Lauf stürzt, hat Pech gehabt. Da läuft die Uhr dann weiter. Und das ist unbefriedigend. Und es ist auch unbefriedigend, wenn die eine Piste sichtbar, das war gestern der Fall, dass die rote Piste war schneller. Es hat eigentlich fast immer der auf der roten Piste gewonnen. Und da ging es immer nur die Frage, wie hoch der Vorsprung ist. Ganz selten gab es mal einen, der auf der blauen schneller war. Es war nicht so schön. Andy Schmidt ist Vierter geworden. Knapp, leider, weil er gestürzt ist im allerletzten Lauf dann um Bronze. Weltmeister gab es natürlich. Mathieu Favre aus Frankreich ist der neue Weltmeister bei den Herren. Und bei den Damen, da gab es zwei zeitgleiche Siegerinnen. Auch das war erstmal umstritten. Da hieß es erstmal, nee, da gibt es eine Regelung, dass dann der im zweiten Lauf schneller war, vorne ist, was nicht so viel Sinn macht. Dann hat man gesagt, okay, Marta Bassino aus Italien und Katharina Linsberger aus Österreich teilen sich die Goldmedaille. Also kriegt jede eine, die teilen, die schneiden sich durch. Und es gibt deswegen zweimal Gold an dieser Stelle. Eine schöne Lösung, wie ich finde, und auch eine wirklich faire Lösung. Vor allem hat damit Italien seine erste Medaille geholt, das Gastgeberland in Cortina, Glückwunsch dazu. Und die Österreicher mal wieder in so einer hauchdünnen Entscheidung, in so einer Sekundenentscheidung. Wir haben ja gestern, habe ich schon gesagt, die haben ja ihre Goldmedaillen immer mit einer 4 7/700 Vorsprung gewonnen. Jetzt waren es quasi 0/100 Vorsprung, weil sie ja zeitgleich waren. Also die Österreicher bleiben da immer sehr, sehr knapp dran. Teamwettbewerb steht heute an und das wird wieder auf Parallelpisten gefahren und das wird ähnlich umstritten sein wie das Ding gestern. Zwei Herren, zwei Damen aus jedem Land gegeneinander, dann fahren die jeweils runter in 4 Duellen. Wer mehr Duelle gewinnt, ist eine Runde weiter und bei 2 gegen 2, also wenn jedes Land 2 Duelle gewinnt, dann wird nur die Zeit des besten Herren und der besten Dame addiert. Auch das ist eine sehr undurchsichtige Geschichte und dann kommt irgendwann die Anwendung, wer weiter ist. Ist noch ausbaufähig, aber schauen wir mal, was dabei rauskommt. Die deutsche Mannschaft ist dabei, startet gegen Großbritannien in der ersten Runde. Das ist das Achtelfinale, wo alle mitfahren müssen, außer der Schweiz. Die sind schon gesetzt fürs Viertelfinale. Und im Viertelfinale ginge es dann für Deutschland, falls wir die Briten schlagen sollten, gegen den Sieger aus Italien, gegen Finnland. Das schon mal so vorab. 12.15 Uhr geht das los und das Ganze live zu sehen auf ZDF und Eurosport. Ja, ZDF ist jetzt neu als Wintersportübertrager für die nächsten Tage dabei. Die Sportschau des Erstes ist erstmal raus. ZDF Sport macht den Rest. Biathlon gibt es auch noch. Da hat gestern Franzi Preuß im Damenrennen nur den 7. Platz belegt als beste Deutsche. Schade. Heute sind die Herren dran mit dem Einzelrennen. Das gibt es um 14.30 Uhr und beim ZDF und auch bei Eurosport dann den ganzen Block ab 12 bis um 16:30 rum. Erst Skialpin und dann Biathlon zu schauen, wenn man möchte. Kurz noch ein paar Meldungen zum Schluss. Handball European League. Da haben gestern Magdeburg und die Rhein-Neckar Löwen gewonnen. Berlin nur unentschieden gegen Nîmes gespielt, aber trotzdem alle drei haben ihre Tabellenführung verteidigt. In der deutschen Eishockeyliga gibt es heute 2 Spiele. Eisbären gegen Krefeld um 18.30 Uhr und danach dann Straubing gegen Schwenningen. Und die Wasserball-Olympia-Qualifikation. Die droht jetzt wirklich dann doch komplett in die Hose zu gehen. Deutschland hat auch das dritte Spiel verloren gegen Russland, sogar relativ deutlich.
Und die Chancen sind fast null. Letzte Minimalchance ist heute um 13 Uhr ein Sieg gegen Rumänien und dann auf Schützenhilfe hoffen. Aber ansonsten hat sich das dann auch erledigt mit der Olympiateilnahme. Wäre schade. Vielleicht geht ja noch diese kleine Mini-Chance. Wir werden mal gucken. FINA.TV.live gegen Gebühr, wer das gucken möchte. Aber ich würde dafür jetzt nichts mehr bezahlen, um ehrlich zu sein. Und die finale Nachricht, die kommt tatsächlich nochmal von der Vendée Globe, unser Dauerthema momentan. Ich habe es mir aufgeschrieben. Clément Giraud heißt der gute Mann. Der ist nämlich heute angekommen als 21. im Ziel. Herzlichen Glückwunsch, knapp 3 Wochen nach den Siegern. 4 sind aber immer noch unterwegs und ich bin sehr gespannt, ob sie es alle noch ins Ziel schaffen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Viel Spaß jetzt in der Nacht oder am Tag oder am Abend mit dem, was ihr guckt. Und morgen früh gerne wieder hier zum Frühsport, wenn ihr Lust habt. Ich bin da und ihr hoffentlich auch. Bis dann. Tschüss.